Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio zu einer neuen Woche. Montagnacht, freie Themennacht. Und das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Ruft an, die Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Britta und die ist 22 Jahre alt und ich freue mich, dass sie da ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Britta. Ja, mein Thema ist, dass ich fremdgegangen bin und dass in unserer Beziehung alles ziemlich schlapp läuft. No? Also da läuft nicht mehr viel. Mhm. Wie alt ist denn die Beziehung? 4 Jahre sind wir zusammen. 4 Jahre? Mhm. Auch eine lange Zeit, ne? Mit 22, 4 Jahre? Ja, ist das schon jetzt länger. Ja. Wir haben eine 2 Jahre alte Tochter zusammen. Ja. Mhm. Und du bist jetzt einmal fremdgegangen? Ja, einmal. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ja. Ja. Im Bett läuft nicht mehr viel oder lief nicht mehr viel zwischen uns. Das war halt so, ich möchte halt einfach wie eine Frau behandelt werden. Ich möchte auch mal angemacht werden, ja? Mhm. Mein Mann hat 3-Schicht-System und ich liege mit Strapsen im Bett. Der kommt nach Hause, sieht mich, geht runter und macht sich zu essen. All so eine Sachen. Ich probiere, dass das nicht alltäglich ist, macht Picknick mitten im Wohnzimmer und das ist alles nichts. Das wird einfach so übergangen. Turnt ihn nicht an, springt kein Funke bei ihm über. Richtig, richtig. Ja. Und da lief halt nichts mehr, ne? Ich meinte eigentlich auch so, eigentlich meinte ich es. Wie zu dem Fremdgehen gekommen. Ja, ja, wie du es eingefädelt hast. Mein Großcousin war das und er war auch öfters hier und der ist PC-Techniker und dann hat er den PC geguckt und da war auch er kam ganz normal, er hat euch schon mal hier geschlafen. Mhm. Ja, und dann irgendwann kam das dazu, er war da, wo er nicht da war, er verstand mich, wo er mich nicht verstand. Mhm. Na? Ihm haben die Strapsen gefallen? Richtig, richtig. die du dann für den auch angezogen hast, oder wie? Nein. Nein. Nein, aber so auf die Art kann man erklären. Ne? Also dein Großcousin, aber das ist auch schon über 7 Ecken. Ja. Mhm. Hat der eine Freundin? Hat der eine Frau? Nein. Nee. Nein. Und es ist mittlerweile noch nicht durchgesickert zu irgendjemandem? Ich habe meinem Mann das erzählt. Was hast du erzählt? Das ist auch nicht mehr. Ne? Ich war dann ein paar Tage bei meiner Mutter eine Woche und habe auch meinem Mann gesagt, dass ich Abstand brauche. Mhm. Wie hat er denn darauf reagiert? Ja, er hat erst nicht gewusst, warum. Ne? Und ich habe halt nur gesagt, wegen dem ganzen Knies, den wir haben, und weil wir uns halt nur noch streiten und weil nichts mehr läuft, weil alles so alltäglich ist, dass ich ein paar Tage Abstand brauche. Habe erst auch gedacht, dass ich ihn nicht mehr liebe, was aber nicht so ist. Der erste Tag, der ging dann noch, am zweiten Abend saß ich dann schon weinend da bei meiner Mutter. Ne? Dann habe ich halt gemerkt, dass ich ihn noch lieb und habe dann auch mit ihm ganz offen geredet. Ne? Meinst du denn, dass du auf offene Ohren gestoßen bist, dass er das nachvollziehen kann? Ja, ich denke schon. War ihm das denn bisher nicht aufgefallen, dass da einiges schief läuft? Ich habe es immer wieder gesagt. Ich habe ihm auch immer wieder gesagt, wenn er so weitermacht, dass ich mir irgendwann das hole, was ich brauche bei dem anderen. Sogar so, also die Warnungen ausgesprochen. Die habe ich oft ausgesprochen, oh ja. Das heißt, er ist jetzt, hat er gesagt, Schwamm drüber oder ist eine Irritation durch dieses Fremdgehen schon da? Oder ist es sogar was Positives? Ich denke mehr, weil es halt der Großcousin war, ne? Ach so. Also, dass ich fremdgegangen bin, das ist okay, aber halt wer es war, weil er ja auch über längere Zeit hier war, bei uns mal war, ne? Uns besucht hat und auch mit ihm sich normal unterhalten hat, wer es halt war. Wie lange liegt das jetzt zurück, die Fremdgeherei? Das liegt zurück seit Weihnachten. Seit Weihnachten. Mhm. Wie ist denn jetzt wie hat sich denn euer Sexleben verändert nach diesem Fremdgehen? Zwischen verbessert. Verbessert. Kann das sein, dass er jetzt so ein bisschen Pfeffer unter den Hintern bekommen hat? Ich denke ja. Und ihm klar geworden ist, dass das so eine Art Warnschuss von dir war? Ja. War es ja auch irgendwie, ne? War es auch, ja. Ich meine, das ist ja schon mal gut. Ja. Bist du skeptisch, dass sich das wieder, dass das wieder abebbt? Ja, bin ich schon, wenn ich ehrlich bin, ja. Aber Fakt ist, du liebst diesen Mann. Ja. Er dich auch. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, ihr habt ein Kind zusammen. Ja. Wie läuft der normale Alltag? Ist das auch eher langweilig oder würdest du sagen, das ist okay, wir haben uns gut arrangiert und wir managen unser Leben ganz gut?
Naja, bis jetzt immer lief es eigentlich ziemlich langweilig. Es war immer dasselbe. Ich habe nach der Kleinen geguckt, der hat halt auch mal nach ihr geguckt. Dann konnte ich dann mal einen Kaffee trinken fahren oder so. Aber es fehlte irgendwie doch dieses Miteinander, sage ich mal. Ja. Auch eine klare Kritik. Ja. Eine ganz klare Kritik. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass er alleine schuldet. Es sind immer zwei Schulden. Ja, ja, klar, gut. War das am Anfang, du sagst, ihr seid 4 Jahre zusammen, war das am Anfang anders? Ja. Da kannst du so ungefähr einen Zeitraum benennen, so nach einem Jahr oder 2 Jahren, dass es sich dann so in diese Alltagsroutine so ein... Richtig, ganz genau. 1-2 Jahre. Ich kann auch nicht so sagen, jetzt, das Kind ist da, seitdem läuft nichts mehr im Bett, wie viele Frauen sagen, dass sie dann keine Lust mehr haben. Das war es auch nicht. Das ist einfach, du bist jetzt verheiratet und der allgemeine Trott und darin leben wir jetzt. Und das scheinte mir so, als wäre ihm das auch so ganz recht, ne? Und hat all das, was du immer wieder ihm signalisiert hast, irgendwie ignoriert, ne? Kann man so sagen. Du bist aber nicht in diesen Verwandten um 1000 Ecken da verliebt jetzt. Nein. Nee, überhaupt nicht. Nein, definitiv nicht. Wie war denn das für dich dann nach so langer Zeit, mal Sex mit einem anderen Mann zu haben und wo du auch so ausgedürstet warst, mal was anderes zu machen? Schön. Schön. Ja. Sagt sie ganz still. Schön. Schön. Ja, würde ich ja lügen. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich hoffe, dass er das jetzt kapiert hat und dass er jetzt auch sich bemüht, was zu ändern. Ich bemühe mich, an meinen Fehlern was zu ändern, da ich vielleicht auch zu dominant bin. Ja, auch so. Bist schon eine sehr taffe Frau, das merke ich. Ja. Finde ich, ja. Auch für dein Alter finde ich schon verdammt taff. Naja, ich probiere das auch ein bisschen zurückzustecken. Ja. Aber ich glaube, Britta, ist ganz im Ernst, vielleicht war es wirklich ein Warnschuss und er ist ein bisschen aufgerüttelt worden dadurch, vielleicht. Genau, ich hoffe es. Ja, aber für den Fall, dass das doch sich wieder einschleicht, diese alte Routine, weiß ich jetzt, in ein paar Monaten oder so. Dann werde ich das nicht mein Leben lang mitmachen, ich bin 22 Jahre dann alt. Würde ich dir oder euch auch raten, wenn du das mitmachst und wenn er das dann auch bereit ist, auch mitzumachen, dass ihr für vielleicht 1 Stunde, 2 Stunden, für 3 Besuche mal, ich weiß nicht, wie lange das nötig ist, mal zu einer Eheberatung geht, zu einem Paarberater. Ja, wäre vielleicht eine Idee. Finde ich eine gute Lösung, in dem Fall, auf jeden Fall bei euch, dass da eine neutrale Person, so wie ich jetzt auch neutral dir gegenüber bin, einfach mit euch beiden zusammensitzt und da ein bisschen quatscht und das moderiert, eure Ehe ein bisschen moderiert, eure Beziehung. Ja. Aber so kann es kommen, ne? Wenn man zu lange frustriert ist und immer wieder runterschluckt und runterschluckt, dann irgendwann ist Schluss. Ne? Richtig. Und das Schlimme, ich höre es ja auch immer wieder, dass die Partner die ganzen Signale, die der andere vielleicht über einen langen Zeitraum aussendet, nicht wahrnimmt. Ne? Richtig. Einfach zur Seite schiebt. Und ich bin verdammt ehrlich, das ist es ja. Ich habe es ihm immer wieder gesagt. Ich habe ihm ganz klar gesagt, machst du so weiter, irgendwann gehe ich dir fremd. Ich hole mir das, was ich brauche. Das habe ich dem gesagt, öfters. Also, ich hoffe, dass es eingerenkt wurde jetzt wieder. Ja, okay. Und ansonsten versucht mal den Weg zu gehen. Versucht mal, ihr zusammen den Weg zu gehen. Dankeschön. Alles Gute, Britta. Okay, dir tschüss. Auch. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 5678 111, die Telefonnummer, kostet euch keinen Cent, ist eine freie Telefonnummer und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, wenn ihr euch live mit mir unterhalten wollt, hier im Radio bei 1 Live oder hier im Fernsehen und hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Sven ist bei mir. Sven ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja, Sven, ich grüße dich. Dein Thema? Mein Thema ist, ich bin süchtig nach Telefonsex. Wie hoch ist die Telefonrechnung? Also ich habe jetzt in den 5 bis 6 Monaten so knapp 6.000 bis 7.000 Euro. Boah, 7.000 Euro? In einem halben Jahr ungefähr? Ja, ungefähr darüber, ja. Hast du so viel Kohle, um das bezahlen zu können? Nee, das ist ja gerade die Sache. Mein ganzer Lohn, immer was ich kriege, das ist komplett immer weg. Was arbeitest du? Ich arbeite im Sicherheitsdienst und... Also auch nicht so die Riesenmenge an Kohle verdienst du da? Nein, gar nicht. Ja. Und ja, ich habe da seitdem ich 99, am 21.06.99 geheiratet habe, ist meine Frau 3 bis 4 Mal fremdgegangen. Ja. Und dann fing es natürlich allmählich an, bei mir damals diese schönen Nummern anzurufen, weil ich Bedürfnis hatte und was sie mir nicht mehr gegeben hat. Ja. Ach so, das läuft nicht erst seit einem halben Jahr, sondern seit einem halben Jahr sind die Rechnungen so riesengroß. Das läuft schon länger, wie du es jetzt gerade gesagt hast.
Ja, genau. Mhm. Bist du immer noch verheiratet im Moment? Nein, ich bin jetzt seit knapp gutes halbe Jahr bin ich jetzt geschieden. Mhm. Hab seit 2 Jahren wieder eine neue Freundin. Ja. Und das ist so die Sache, sie ist eine sehr attraktive Frau. Ich will sie jetzt im März will ich sie heiraten. Ja. Also du bist in einer richtig guten Beziehung mit einer tollen Frau und ja, rufst dennoch wie Jack diese Telefonnummer an. Ja, und ich weiß noch nicht mal, warum ich das direkt mache. Wollte ich genau jetzt dich fragen. Ne? Und ich komme da einfach nicht mit klar. Ich lasse die Nummern sperren, weil ich das selber dann merke, was hast du da wieder gemacht. Ja. Aber sobald irgendwie ein Konflikt kommt oder irgendwie 1-2 Tage lang sagen wir, keinen Sex gehabt haben, sonst was, fange ich an, diese Nummern zu wählen und ich denke auch nicht mal drüber nach. Schwache Leistung, ne? Das ist eine sehr schwache Leistung. Eigentlich schon. Wenn du eine tolle Frau hast, verliebt bist und auch eigentlich regelmäßig, wenn du nicht, vielleicht so immer, wenn du es haben möchtest, aber relativ regelmäßig Sex hast, dann als wenn du in einem Konfliktfall irgendwie drin hängst, dann als Ventil diese Nummern wählst. Wie kannst du die überhaupt wählen, wenn du sie gesperrt hast? Ja, ich habe die ja jetzt erst seit jetzt ein halbes Jahr sperren lassen. Jetzt habe ich aber ein Handy und das ist ein Festvertrag, brauche ich für meine Firma, habe ich mir geholt und ja, darüber geht jetzt natürlich jetzt erst richtig die Sache. Und diese hohe Rechnung, die du gerade genannt hast, diese 7.000 Euro, das ist eine Handyrechnung oder wie? Ja, das kommt übers Handy. Kann man die im Handy nicht auch sperren lassen, diese Nummern? Ja, ich habe jetzt damit angefangen, die 090er sperren zu lassen. Ja. Aber 040er gibt's. Es gibt eine 080er Nummer und 080er Nummern kann man nicht sperren lassen. Das ist ja eine öffentliche Nummer. Ja. Und ja, ich rufe dann diese 080er ein. Das ist so eine Flirtline, ist das. Dann gibt's einmal so eine 118 Nummer. Und da habe ich jetzt nachher rausgeht, dass das 3 Euro die Minute kostet. Mhm. Natürlich auf dem Handy noch mehr. Hala, da kommt was zusammen, ja. Aber wie? Weiß deine Freundin davon? Die weiß das und die versucht mir ja zu unterstützen und gibt mir Kraft, dass ich das sein lasse. Ja. Ich merke, ich bin am Verzweifeln, ich sitze abends im Bett, bin am Weinen. Mhm. Wenn der Lohn kommt, bin ich sowieso am Weinen. Ich weiß nicht mehr, wie ich damit finanziell klarkomme. Ich will es. Mhm. Aber ich mache es immer wieder. Du brauchst dieses Handy für deinen Job, sagst du? Ja. Ja. Wie weit geht das denn dann am Telefon? Die übliche Nummer, dass du dich heiß quatscht mit einer Frau und letztendlich onanierst du dann, oder wie? Ja, das ist meistens so, dass ich einfach nur kurz anrufe. Mhm. Die halten dich natürlich erstmal in die Fragen, wo du wohnst, wie alt bist du, was magst du, wie siehst du ja, aus? Ja, klar, die Tricks, ja. Ja, und dann kommt es eben dann zur Sache, dass ich ihr erkläre, was ich gerne alles mag, weil ich das meine Freundin nicht traue zu sagen. Was denn zum Beispiel? Ich möchte zum Beispiel gerne mal NS-Spiele machen. Mhm. Ne, und oder mal vielleicht mal mit einem Pärchenclub gehen. Ja. Oder mal an verschiedenen Orten vielleicht mal machen, wo man beobachtet wird. Ja. Und das sind eben. Das heißt, der Sex mit deiner Freundin ist dir eigentlich, ganz ehrlich gesagt, zu normal, zu durchschnittlich, zu. Nee, der ist schon sehr gut. Also die macht nicht alles mit, was ich mache, nur alles, was ich will. Nur ich traue ihr einfach nicht, das zu sagen, was ich gerne möchte. Ja. Ja, also macht sie nicht alles mit direkt, was du willst. Also das sind schon Sperren. Könntest du dir vorstellen, wir spinnen jetzt nur mal im Moment, könntest du dir vorstellen, dass wenn sie sich einlassen würde auf deine Vorstellungen, dass dein Interesse an diesen Telefonsex-Fantasien, das sind dann ja nur Fantasien, dass das dann nachlassen würde? Auf jeden Fall. Mhm. Also dann wäre der nächste Schritt, Sven, es erstmal deiner Freundin zu sagen. Das finde ich, ist das absolut folgerichtig und logisch, das als erstes auszuprobieren, wie sie reagiert. Mehr als sagen, nein, das ist nicht mein Ding und ich mag das nicht, kann sie nicht. Aber du hast es ausprobiert und hast somit die Chance, dass sie vielleicht doch auf das eine oder andere von deinen Vorstellungen zumindest eingeht. Kann ja sein, weiß ich nicht. Nee, das wird die garantiert, also die hört sich gerne an, das, was ich sage. Und ja. Ich versuche das ja auch auszuüben. Nur, wenn ich zu ihr sagen würde, ich möchte gerne ein NS-Spiel machen, das kommt eben daher, weil ich nicht traue, weil sie ist, sagen wir mal, nicht gerade dünn, wie die meisten Frauen, wenn man im Modell reingeht. Und da sieht das irgendwie ein bisschen anders aus. Und meine Freundin, die ist ein bisschen komponenter. Ja, aber was hat denn, also NS heißt Natursektspiele, ne? Was hat denn das mit der damit zu tun, wenn jemand korpulent ist oder nicht korpulent? Verstehe ich nicht.
Ja, ich verstehe mir drunter so, ich finde das reizvoller, wenn die Frau ein bisschen dünner ist und wenn die mich total sicher so, wie kann ich das beschreiben, so, mich da richtig stimuliert. Also das heißt, ich sage, boah. Das heißt also, deine Freundin kann dich auch nicht richtig in Fahrt bringen, oder wie? Ja, das ist es. Aha. Also nicht so ganz. Mhm. Ist aber schön, weil sie gibt sich hin. Und ich habe noch keine gesehen, die sie so hingibt. Ja. Aber das ist nicht genau das als. Gut, daran kann man nun sicherlich nichts endgültig verändern oder richtig gravierend verändern, wenn die Reize nicht da sind, die du eigentlich bei einer Frau suchst. Aber es gibt ja Praktiken und du hast ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, die dich interessieren. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass du diese Praktiken einfach mal deiner Freundin nennst und sagst, komm, wir können ja mal zusammen ins Swingerclub gehen vielleicht. Was hältst du davon? Schlag es doch mal vor. Trau mir einfach irgendwie nicht. Das ist aber warum nicht? Es kann doch nichts passieren, außer dass sie sagt, nee, ist nicht mein Bier, lass mich damit in Ruhe. Vielleicht habe ich da direkt Angst vor, dass sie sagt, nee, ist nicht mein Ding, aber ich möchte es aber gerne mal ausprobieren nochmal irgendwie. Ja. Davor habe ich Angst. Also, du umschleichst im Moment wie die Katze den heißen Brei dieses Thema. Der erste Schritt, Sven, ist es deiner Freundin zu sagen oder vorzuschlagen, finde ich. Und dann muss man weiter überlegen, was du tun kannst oder was du tun solltest mit diesen Sehnsüchten, wenn deine Freundin das nicht will. Aber das ist jetzt der nächste Schritt. Erstmal musst du es ihr sagen. So, und das andere ist, wenn man so diese Telefonrechnung in den Griff bekäme, wäre es ja wunderbar. Aber ich finde das so ein bisschen seltsam, dass immer, wenn du sagst, du hast gerade gesagt, wenn du in Konfliktsituationen gerätst, dass du das als Ventil benutzt, diese Telefonsexgeschichte. Das muss man irgendwie ändern. Und das versuche ich ja irgendwie. Ich versuche das ja irgendwie zu vermeiden. Mhm. Oder ich rede vor mit meiner Freundin darüber. Mhm. Ich sage zu ihr, ich habe Bedürfnisse, ich möchte es gerne, sie merkt es, dann fange ich an, nervös zu werden. Ja. Und dann beruhigt sie mich auch, dann geht es ein, zwei Tage. Also ich glaube, dass ein großes Manko darin besteht, dass du nicht wirklich offen bist deiner Freundin gegenüber. Das habe glaube ich mittlerweile auch. Ja. Ich würde gerne, dass du noch ein paar Worte mit einem Psychologen redest. Wärst du damit einverstanden? Das wäre nicht schlecht. Vielleicht steckt ja noch das eine oder andere dahinter, wo eher ein Fachmann drauf kommt und der das besprechen sollte. Johannes heißt mein Psychologe. Du legst bitte auf und Johannes ruft dich an. So. Ja, okay. Okay, Sven? Danke. Alles Gute. Tschüss. Benjamin ist hier. Guten Morgen. Jo, guten Morgen. Jo. Hi, Domian. Wie alt bist du? Ich bin 23. Ja. Schönes Alter. Ja, das finde ich auch. Um was geht's denn? Ja, mein Thema ist eine große Chance. Und zwar ist, was man vielleicht gerade noch nicht so ganz hört, ich habe ein Stotterproblem. Nee, hört man noch nicht. Ja. Aber ist auch nicht schlimm, wenn man es hört. Red mal das kommt einfach noch, auf ja. zu. Ja, ja, das habe ich schon ziemlich lange. Mhm. Und ich habe am Donnerstag, werde ich auf eine Therapie gehen. Ja. Auf die einzige Therapie, die da funktioniert. Aha. Also die einzige Therapie, die für deine Person funktioniert, oder was? Nee, also von der ich bisher irgendwas gelesen oder gehört ja, habe, die dieses Stotterproblem lösen kann. Ja. Also wie heißt die Therapie? Diese Therapie heißt Delferro-Therapie. Delferro? Delferro. Aha. Ja, das ist die besteht, soweit ich das mitbekommen habe, also um mal kurz ein bisschen weiter auszuholen. Ich habe das ja schon mein Leben lang. Ja. Das hat mich eigentlich auch niemals gestört, ja. Was vielleicht auch daran lag, dass ich irgendwie in der Grundschule oder so immer nette Freunde fand, für die das nie ein Problem war. Aber Kinder sind ja manchmal grauenhaft. Ja, aber hatte ich nie. Du bist nie gehänselt worden? Nee, oder? Nee. Gar nicht. Mhm. Und das hat mich dann auch dann später stark genug gemacht, obwohl ich es auch später kaum erfahren habe. Darf ich mal unterbrechen? Ja. Das habe ich einen Stotterer noch nie gefragt. Wenn du stotterst, gerade ja auch so ein bisschen, ja. Bist du dir dessen bewusst? Hörst du das selbst auch? Oder ist das schon so normal für dich, dass du es gar nicht mitkriegst? Also ich kann es, also im Normalfall würde ich drüber weghören. Mhm. Jetzt zum Beispiel hast du dreimal drüber gesagt. Genau. Hast du das mitbekommen? Ja, ah, habe ja. ich. Mhm. Aber ich
Also wenn ich mir, also ich nehme mir diese Sendung gerade auch natürlich auf. Ja. Ich finde es gerade nicht so schlimm, aber wenn ich es mir gleich dann ansehen werde, dann wird es mir deutlich schlimmer vorkommen, als es mir gerade vorkommt. Ja. Das ist also die Antwort ist, dass du das schon mitbekommst, ja, und es nicht einfach so an dir vorbeifließt, wenn, ja, du dort hast. Ja, ich mein, lass mich noch eine Frage fragen dazu. Wenn, ja, wenn du spürst, ich bin jetzt gerade in dieser Sekunde am Stottern, ich kriege ein Wort nicht richtig raus. Verunsichert dich das dann unter Umständen noch mehr, dass du denkst, also in Sekunden denkst, oh Gott, ich krieg's nicht raus, und dadurch verzögert sich alles noch mehr? Ja, das kommt natürlich auf die Situation an. Ich bin manchmal innerlich maßlos sauer, ja, dass ich gerade nicht das sagen kann, was ich sagen möchte, oder dass ich merke, ja, dass es ewig lang dauert. Ja. Also dass ich quasi den Satz schon längst fertig habe und immer noch am zweiten Wort hänge. Verstehe. Und dadurch bremst sich das wahrscheinlich dann noch mehr aus, ne? Ja, teilweise, ja. Ja, also ja. Also jetzt kommen wir doch mal, also das fing also ganz früh an. Das hast du als, ja, als Kind schon gehabt. Das war nie ein großes Problem. Nee. Hast dich jetzt aber zu dieser Therapie entschieden? Warum? Ja, da ist im Oktober letzten Jahres für mich sehr, sehr einschneidendes Erlebnis passiert. Mhm. Also so, ich bin Student und im Sommer jobbe ich bei einem Reiseveranstalter und stehe da auch auf der Bühne vor irgendwie 400 Leuten und spreche da völlig klar. Also das nenne ich Mikrofoneffekt oder so. Ach. Du stehst auf einer Bühne vor Leuten, ja, ich stehe und auf redest Bühne und rede wie ein junger Gott. Ja. Das ist ja abgefahren. Ja. Aber wie kommt das dann, dass du jetzt im Moment, es ist ja auch eine Art Bühnensituation, dass, ja, du das hier sprichst, dass das hier nicht funktioniert? Ja, momentan rede ich ja nur mit dir. Ich habe ja meinen Fernseher auch weggemacht. Und verstehe, du sitzt am Telefon, redest mit mir. Also, du stehst auf einer Bühne, das finde ich ja völlig verrückt. Ja. Eigentlich ein Stotterer, hast ein Mikrofon in der Hand, ja, und dieses Mikrofon bewirkt, dass du redest wie ein junger Gott, wie du, ja, sagst. Ja, quasi. Ja. Ja, das ist, also das kenne ich selber nicht. Das haben wohl auch nochmal ein paar andere Stotterer berichtet, aber die meisten haben ja leider ein sehr, sehr eingeschränktes Selbstbewusstsein. Ja. Also, sagen fast nie was oder trauen sich nicht vor Gruppen zu reden. Benjamin, vor allen Dingen werden die sich, wie du sagst, selbst gar nicht trauen, auf eine Bühne zu gehen. Oder man wird ihnen gar nicht die Chance geben, auf eine Bühne zu gehen. Wenn, ja, die sich irgendwo bewerben und stottern und sagen, hier, ich will auf einer Bühne was moderieren, dann sagen die, na, Wiedersehen. Ne? Ja, ja. Mhm. Ja, das kann sein. So, das war das einschneidende Erlebnis, dass du das erlebt hast. Nennen die das, dass ein Erlebnis kommt jetzt. Ach so. Ich war danach im Oktober auf einem Seminar, auf einem Fortbildungsseminar. Es gibt da so ein Jobprofil, der heißt Interviewer. Heißt, da führt man dann quasi das Kennenlerngespräch mit den neuen Bewerbern. Ja. Und das war so ein dreitägiges Auswahlseminar und ich hatte das Gefühl, dass das Seminar bei mir ziemlich gut war. Und dann gab es einfach so ein Abschlussgespräch und hat dann vorhin noch einen Tag gesagt, als ich von 34 Personen auf dem Seminar ganz oben unter den besten drei war. Hey. Aber dass sie mich nicht nehmen könnten, weil ich ja wegen meines Stottern diese Firma nicht repräsentieren könnte. Ein tolles Ergebnis erzielt in diesem Seminar. Genau. Aber letztendlich können sie dich nicht nehmen, weil du stotterst. Richtig. Und das war ausschlaggebend, dass du sagst, es muss was passieren? Ja, das war zwar jetzt weniger für diesen Job, weil das ist mehr so just for fun, aber ich habe mir dann überlegt, ich studiere ja auch und will auch dann später in einen vernünftigen Job. Ja, was studierst du denn? Ich studiere Informatik und Psychologie. Und Psychologie? Ah, ja, halt nebenfach. Informatik und Psychologie, interessante, ja, Kombination. Ja, das ist das liegt aber näher, als man denkt. Also ja, ja, glaube ich schon, ja, 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 stimmt. Ja. Genau. Ja, so, dann hast du gedacht, jetzt muss was passieren. Ja. Jetzt bin ich gerade 23 und hatte bisher noch keine Probleme damit, aber nun muss was passieren. Genau. Und hast dich schlau gemacht und hast diese Methode entdeckt, die man da anwendet. Wie lange gehst du zu diesem Seminar? Das dauert 10 Tage. Ach, nur 10 Tage? Von Donnerstag bis Samstag. Ja, das ist die Prämisse. Man kommt da nicht raus und kann dann wunderbar normal sprechen, sondern die harte Zeit beginnt dann erst. Also
man lernt doch, also ich war ja einen Tag da, hab mir einen laufenden Kurs angesehen. Ja. Und das Problem ist halt, du redest dann mit diesen Leuten und bevor die dann was sagen können, machen die 20 Sekunden lang irgendwelche Atemübungen. Ach so. Und du weißt gar nicht, wo du dann in diesen 20 Sekunden lang... und das musst du dann hinterher im Leben auch machen? Nein. Nee. Das sind quasi 13 Schritte und die automatisieren sich dann mit der Zeit. Das heißt, es ist wie beim Autofahren. Ja. Und die Erfolgsquote ist nach deinen Recherchen oder nach deinen... Phänomenal. Hast du dich mit Ärzten auch beraten darüber? Ja, ich war bei einem... Es war zwar schwer, einen Facharzt zu finden für HNO, der auch diese Therapie kennt, aber der hat mir dann bestätigt, dass das eine sehr, sehr gute Chance klingt. Ja, ihr sagt nochmal den Namen. Einige Leute kriegen vielleicht ganz, ganz Del große... Ferro. Del Ferro. Ja. Del Ferro. Zwei Worte ist holländisch, meine ich. Ja. Ich vermute mal, dass die Krankenkasse das nicht zahlt, oder doch? Da bin ich noch dran. Die haben mir gesagt, wenn ich ein Fachärztliches HTS beibringen könnte, dann würden sie darüber nachdenken. Ja. Ärztlich, und das konnte ich jetzt beibringen. Das ist wahrscheinlich sehr teuer, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja, also es geht, ja, so 2.200 Euro. Ach, na ja. Jetzt habe ich mal eine Idee und mache einen Vorschlag. Wann fängst du mit dem Seminar an? Am Donnerstag. Am Donnerstag. Und nur 10 Tage, ne? Ja. Was hältst du davon, wenn wir beide uns vielleicht in 2 Wochen, nee, 2 Wochen ist zu kurz, in vier Wochen nochmal unterhalten? Ehrlich gesagt rufe ich genau deswegen an. Ja, weil ich brauche einfach noch eine zusätzliche Motivationshilfe. Motivation. Udo, jetzt hast du aber Hunderttausende, die jetzt auf den Anruf warten in 4 Wochen und die wollen dich dann wie einen jungen Gott sprechen hören, Benjamin. Ja. Mein Redakteur ruft dich gleich nochmal an nach diesem Gespräch und dann könnt ihr einen Termin austüfteln, der dir passt. Ja. Vielleicht sind 4 Wochen wäre okay, ne? Oder? Ja. Oder 3 Wochen sogar. Nee, eher mehr als weniger. Soll ja dann auch gut sein. Dann. Wie lange dauert das denn nach diesem Seminar, was die dir so erzählt haben, bis es dann relativ fließend ist? Die meinten, im Schnitt so 2 Monate dauert das. Achso, gut, dann ist natürlich das ein bisschen... Das wir können das mal in Etappen machen. Ja. Unser nächstes Gespräch findet statt in 4 Wochen. Und dann gucken wir mal, welche Fortschritte du machst. Und dann sagen wir in weiteren 4 Wochen dann nochmal. Ja, gut. Okay? Ja, können wir machen. Also, bin ich sehr gespannt, Benjamin. Alles klar. Toi, toi, toi für das Seminar, für den Kurs, für die Therapie. Und ich bin sehr gespannt und freue mich, dich dann wiederzuhören. Gut, alles klar. Alles Gute, bis dahin. Ja, tschüss. Vielen Dank. Auf gut, ciao. Morgen übrigens haben wir ein Thema. Und morgen heißt unser Thema Autos. Ich möchte mit euch rund um Autos, alles, was mit Autos irgendwas zu tun hat. Das kann reichen vom Autounfall, Dinge, die ihr auf der Straße mit Autos, durch Autos erlebt habt, bis hin würde ich sehr gerne mit einem absoluten Autofanatiker reden, der jede scharfe Frau für ein scharfes Auto stehen lässt, bis hin zu Sex im Auto oder weiß ich was alles. Also Thema Autos, wir können auch gerne über die eine oder andere Marke plaudern und schwärmen, wie ihr wollt. Thema morgen einfach nur Autos. Die ganze Sendung über. Heute Freithemennacht. Jasmin ist da und Jasmin ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Jasmin. Dein Thema. Ach, du hast so nett Guten Morgen gesagt und weg ist die Leitung. Hoffe ich, dass meine Regie die Jasmin nochmal neu holt. Dann geht es jetzt weiter mit Marlies, 46 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hier spricht die Marlies. Und ich sehe immer deine Sendung, wenn ich nicht schlafen kann. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt probiere ich auch mal, ob ich durchkomme. Telefonisch bin ich nicht durchgekommen, aber faxmäßig. Und ja, mein Problem ist, dass ich halt in 3 oder 4 Jahren nichts mehr sehe. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe dass du in 3 bis 4? In 3 bis 4 Jahren bin ich blind. In 3 bis 4 Jahren bist du blind? Ja. Was hast du, was ist los? Was für eine Krankheit hast du? Ja, ich habe schon deinen Redakteuren gesagt, ich bin als Frühchen auf die Welt gekommen, ja. Mhm. Und da waren die Organe alle unterentwickelt und dann gab es so viel Sauerstoff, dass seitdem ist das rechte Auge ganz blind. Ach, das ist blind, das rechte Auge. Ja. Also quasi von Geburt an. Von Geburt an. Mhm. Und jetzt auf dem anderen habe ich noch 30% Sehkraft. Was auch nicht mehr viel ist.
Nee, und dann habe ich noch einen grauen Star, den kann man nicht operieren, weil ich eine kaputte Netzhaut habe. Eigentlich kann man einen grauen Star operieren. Ja, im Normalfall schon. Mhm, ja. Es wird ja erst mal das eine Auge operiert, dann das andere. Ich habe mich ja schon in Tübingen informiert. Und wie gesagt, in meinem Fall kann man leider nichts machen. Diese 30% Sehkraft, ist das jetzt in den letzten Jahren erst so gekommen oder war das von Anfang an so auf dem einen Auge? Nee, ich habe früher nach 50% gesehen, aber da man ja kurzsichtig ist, kriegt man den grauen Star, ist ja normal eine Alterskrankheit. Kriegt man dann halt auch in jungen Jahren, ne? Ah, ja. Und ich habe dann leider Gottes den Fehler gemacht. Ich habe dann vom Arbeitsamt eine Arbeit vor etlichen Jahren bekommen am Fließband und dann, sie hat mir zwar Spaß gemacht, aber da fing das Problem schon an. Da musste ich da aufhören und ich habe schon deinen Redakteuren gesagt, ich habe einen lieben Mann gefunden, Gott sei Dank, der es akzeptiert. Ja. Also das ist jetzt ganz, ganz definitiv, da kann man nichts machen, kann man nicht gar machen, nichts, nein. Du musst dich dann abfinden, dass du in ein paar Jahren gänzlich erblindet sein wirst. Leider Gottes. Diese 30%, das ist mir immer so schwer vorstellbar. Das heißt, du musst eine sehr starke Brille auf dem einen Auge tragen. Also, ja, ich bin sehr kurzsichtig und du musst dir vorstellen, ich kann ja noch alles machen in meinem Haushalt. Ich kann noch Gassi gehen mit meinem kleinen Rauerdackel, aber das Problem ist, in der Ferne kann ich nicht sehen. Und wenn ich vor dem Schaufenster stehe, ich kann die Sachen im Schaufenster, die kann ich alle noch sehen, die Preise nicht mehr. Ja, ist klar, ja. Kann ich alles nicht mehr sehen. Diese Vorstellung, in einigen Jahren völlig blind zu sein, ist das verbunden für dich mit großer Angst und Panik? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gibt es da schon so Gedankenspiele? Wie wird das sein? Wie werde ich leben? Wie werde ich mich zurechtfinden? Und so weiter. Ich meine, zu Hause ist es kein Problem. Und ich bin ja auch jetzt Mitglied geworden im Blindenverband. Es gibt ja so viele Hilfsmittel für uns. Man muss wirklich nicht verzagen. Aber ich stelle immer wieder fest, in jungen Jahren, man findet keine Freunde. In meinem Alter von 46 Jahren, ja, ich suche verhänderingend Freunde, ich inseriere per Chiffre. Und aber du hast einen Mann, ne? Du bist ja verheiratet. Ich bin verheiratet, ja. Aber ich habe keine Freunde. Und wenn ich Freunde finde, ja, die haben auch Behinderungen, die können dann auch nicht so. Aber gesunde Leute, die wollen es gar nicht haben. Also ist damit verbunden auch die Angst, nicht nur die Angst eben vor dem körperlichen Defekt, sage ich jetzt nur, dass man nicht mehr sehen kann, sondern auch die Angst, ganz zu vereinsamen? Ja, ja. Ich meine, ich bin Blindenverband drin und die haben viele Aktivitäten. Ich wollte gerade sagen, eigentlich gibt es so ein großes Netzwerk in Deutschland auch von Menschen, die... Ja, ich habe mich da engagiert. Also ich bin Mitglied geworden im Blindenverband. Und da muss man doch eigentlich auch sehr viele Leute kennenlernen und mit denen in Kontakt kommen können, oder? Ja, ich habe schon Freunde, die auch blind sind. Wie gesagt, die ganz blind sind, gleich ganz blind auf die Welt gekommen sind. Und ja. Aber es ist... Wie ist das... da ist ja nur eine gewisse Zeit, wo du dich vorbereiten kannst. Wirst du jetzt diese Zeit nutzen, dass du beispielsweise die Blindenschrift lernst? Oder kannst du die schon? Nee, die kann ich leider nicht. Nee. Das ist ja die Frage. Ich denke immer, ja, wenn man kaum noch was sieht, kann man die vielleicht eher. Das ist auch so eine Tastschrift. Ich habe da schon Bekannte gefragt, das ist so eine Tastschrift. Und die haben gesagt, ja, wenn man nichts mehr sieht, wird man nicht so abgelenkt. Ja, ich bin mir da auch nicht schlüssig, ob ich das lerne oder nicht lerne. Na, irgendwann musst du es lernen, ne? Wahrscheinlich, dir das Leben auch zu vereinfachen. Ja, vielleicht. Aber wie gesagt, es gibt ja viele Hilfsmittel für uns, die sprechen einen Wecker. Und es gibt Mobilitätstrainer, die uns den Weg zur Arbeit lernen. Oder wenn man umgezogen ist, eine neue Wohnung. Ich habe mich daher schon in Schriften informiert und wie gesagt. Also du bist schon gut involviert, das merke ich schon. Ja, aber es macht dann doch Angst. Und ja, na klar, das würde ja nur jedem von uns super Angst machen, wenn man weiß, man in ein paar Jahren kann man nichts mehr sehen. Dieses eine Auge, das ist ja schon erblindet bei dir. Ja, leider Gottes. Was nimmst du da wahr? Ist das ganz schwarz oder ist das grau? Nee, also aus dem rechten Auge sehe ich ja gar nichts, überhaupt nichts. Ja, was ist das? Gar nicht. Ist es schwarz? Ist es ganz dunkel? Ja, ganz dunkel kann man sagen. Ganz dunkel. Also da sehe ich ja gar nichts, wie gesagt. Ich denke manchmal darüber nach, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige, ob es eigentlich schlimmer ist oder schwieriger ist, wenn man von Geburt an blind ist oder wenn man irgendwann erblindet im Laufe des Lebens und die Welt als Welt schon wahrgenommen hat, gesehen hat. Ja, da habe ich mit Freunden auch schon drüber geredet, aber es ist eine schwere Frage. Ich kann dir mal den Satz sagen, ich glaube, da gibt es so manche Testfragen, wenn man eine Ausbildung macht, ja, was ist schlimmer, nicht hören oder nicht sehen? Viele haben gesagt, sehen ist schlimmer. Nee, dann lieber blind sein und hören können. Weil überleg mal, jemand lacht über dich oder es wird gelacht, du weißt ja nicht, lachen die jetzt über dich oder so, ne? Ja. Und ich weiß, man muss dann mehr mit dem Gehör alles
ich bin jetzt schon so, dass ich auf jedes Geräusch höre und... Ich meine, man muss ja in allen traurigen Sachen auch immer noch versuchen, was Gutes zu sehen. Ja, meistens ist es ja sogar auch noch möglich. Das Gute ist, dass du einen Mann hast. Ja, Gott sei Dank. Das Gute ist, dass du dich jetzt vorbereiten kannst. Das Gute ist, dass du schon Kontakt hast zu den Blindenorganisationen. Mhm. Und dann sicher auch mit gutem Rat und Tat auch versorgt wirst. Und das andere ist dann halt das Schicksal, mit dem du dich arrangieren wirst müssen, wenn gar nichts anderes möglich ist. Ja, leider. Ja. Ja, ich sage, für uns gibt es ja auch bestimmte Urlaubshotels, die nur für uns ausgerichtet sind an der Ostsee. Und das ist ja auch dann schon eine feine Sache. Ne? Mhm. Da hat sich auch viel getan, ne? In den letzten Jahren. Ja, muss ich schon sagen. Ja. Und also schon spitze. Und hast du dir jetzt eigentlich noch was Besonderes vorgenommen für die letzten Jahre, wo du sehen kannst, dass du sagst, das will ich noch mal sehen, um es in den Erinnerungen zu speichern? Ja, vorgenommen nichts. Vielleicht jeden Tag einfach genießen. Ja. Denken, das kannst du noch sehen, kannst noch alle Farben sehen. Und ich reiße mich auch am Riemen und denke an den einen Kollegen, der auch seit 12. Lebensjahr schon blind ist. Er hat mir mal erzählt, er hat Freunde zu Gast gehabt und wollte da eine Bowle machen. Und da hat er die Dose nicht gekennzeichnet mit Blindenschrift. Mhm. Und da hat er halt statt Früchtecocktail halt dann Erbsen und Möhren in die Bowle geschüttet. Und man muss sich halt am Riemen reißen und sagen, aus allen halt dann ins Lächerliche ziehen. Und ja, klar, da kann man sozusagen auch, Galgenhumor, weißt du? Da kann man auch drüber lachen. Dann, ja. Ja, Galgenhumor. Ja, und klar, es fällt einem schwer, aber so sind die anderen, kommen die anderen klar. Und klar, ja, so muss man es auch sehen. Aber weißt du, Domian, das Schlimme ist ja unsere Gesellschaft. Die meisten Leute meinen, ich meine, ich habe in dem Sinne ja auch keinen richtigen Beruf erlernt, weil ich da in die verkehrte Schule reingeschmissen wurde von meinen Eltern, weil die da leider Gottes am Ort war und die passende Schule da zu weit weg gewesen. Da haben sie Angst gehabt, ob ich den Weg allein schaffe. Mhm. Aber das Schlimme ist ja, die Leute, die gesund sind, die meinen immer, wir Blinde, wir haben es am Kopf, wir haben es an der Birne. Aber nein, weißt du, was das Schlimme ist? Dass die meisten, die gesund sind, und da muss man sich ja selbst auch in die eigene Nase fassen, immer denkt, das bleibt immer so. Und mir kann das gar nicht passieren. Eben, oder wobei Unfälle. Jedem von uns das immer zu passieren, zu jeder Zeit passieren kann. Ja, das stimmt. Ich wünsche dir von Herzen mal, dass du die, wie du es dir selbst vorgenommen hast, wie du es gerade gesagt hast, diese letzten sehenden Jahre noch sehr genießen kannst, dass du dich dann aber auch gut arrangieren kannst mit all dem, was dann kommt. Ja, also ich hoffe doch. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Marlis. Ja, tschüss. Franka, 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Franka. Um was geht's? Ich wollte mich mal bei dir erkundigen. Mein Freund geht fremd und kann die Finger nicht von ihr lassen. Dein Freund geht fremd und kann aber auch von dir die Finger nicht lassen? Genau, also von uns beiden. Ich erfahre zweigleisig. Wie lange seid ihr ein Paar schon? 2 Jahre. Mhm. Und wie lange geht er fremd? 2,5 Monate. Hast du es durch Zufall mitbekommen oder hat er es dir gebeichtet? Ich saß in der Stube und hinten in der Schlafstube ist es passiert. Wie bitte? Bei euch in der Wohnung? Ja. Mit wem? Mit meiner besten Freundin. Und du wusstest das? Ich hab's, vorher wusste ich es nicht. Die wollten schäkern und sind dann hintergegangen und nach einer Dreiviertelstunde kam sie ohne Hose vor und... Was sind denn das für Zustände? Wie, die wollten schäkern? Was heißt schäkern bei dir? Na, die haben gekalbert und sich abgekitzelt und... So, da und dann gehen die mal locker in euer Schlafzimmer. Schlafzimmer und dann aber da müssen noch bei, schön. Aber da müssen doch bei dir schon alle Warnsignale angegangen sein, als die zum Shakern bei euch ins Schlafzimmer gehen. Na, ich habe beiden vertraut, weil beide gesagt haben, sie würden niemals fremdgehen, weil er ist in einer Beziehung und sie war auch in einer Beziehung. Und ich habe halt beiden vertraut und sie haben mein Vertrauen von vorne bis hinten ausgenutzt. Dann sitzt du vorne im vorderen Zimmer und die treiben das hinten in eurem Schlafzimmer gemeinsam. Ja. Das ist ja eine krasse Nummer, sag ich dir. Das ist eine krasse Nummer. Und wie oft ist das jetzt schon passiert in den letzten 2,5 Monaten? Bei 10 habe ich aufgehört zu zählen. Wie bitte? So oft? Ja. Und wo passiert das in der Regel? Ich hoffe nicht immer in eurem Schlafzimmer. Zum größten Teil in unserem Schlafzimmer, außer wenn ich zu Hause bin, dann fahren sie eben zu Freunden, die da mitspielen. Und die machen da gar keinen großen Hehl draus? Nein. Also die verheimlichen das gar nicht? Nö. Und wie reagierst du da? Wie reagierst du darauf bei deinem Freund? Also, ich versuche ihm irgendwie das zu erklären und mit ihm zu reden, aber neuerdings verschließt er sich von mir, er redet gar nicht mehr mit mir. Aber Franka, ich würde mit dem nicht mehr versuchen zu reden und was zu erklären. Ich würde da mit der Faust aber auf den Tisch schauen und sagen, junger Freund, so nicht, genau so nicht.
Das habe ich jetzt auch versucht. Was lässt du dir denn da bieten, Mensch? Tja, ich sag mir immer so, zumindest bin ich, weiß ich nicht, ob ich jetzt altmodisch bin oder so, ich sage mir eigentlich immer, zum Kind gehört der Vater. Ihr habt ein Kind zusammen? Ja, wir kriegen sogar jetzt ein zweites zusammen. Du bist sogar schwanger und da macht er solche Sachen? Ja, ihm interessiert es nicht. Und er hat aber weiter mit dir auch Sex, so hast du es gerade am Anfang ja gesagt. Ja, weil ich denke mir immer, weil er sagt, er liebt mich und er will mich nicht verlassen und er bleibt bei mir und ich falle irgendwie immer wieder drauf rein und es geht vielleicht 2-3 Tage gut. Das heißt, du willst eigentlich die Familie zusammenhalten und möchtest eigentlich eine harmonische Familie haben und deshalb lässt du ihm so viel Freiraum. So habe ich es jetzt verstanden. Ja. Und bist doch eigentlich, jetzt ganz ehrlich, Franka, musst du doch tief verletzt sein, oder? Deswegen. Das kann man doch nicht wegstecken, sowas. Ich schaff's auch nicht und ich unterhalte mich auch schon mit Freunden und... Was ist denn das für ein Typ, Mann? Du bist schwanger zum zweiten Mal und der, ja, ich wollte es dir schon sagen, ich lege mal einen Piepton auf, im Nebenzimmer mit deiner besten Freundin rum. Ja, und er erzählt ja auch überall rum, ich lasse es später abtreiben und... In welcher Woche bist du denn? Ich bin jetzt erst 2. Monat. Ja, aber du willst es haben? Ich will es haben, weil ich schaff... Und er sagt, aber er will es nicht haben? Er will es nicht, nein. Mhm. Er akzeptiert auch meine Vergangenheit nicht. Ich habe 2 verloren. Und ich weiß von meiner Psyche aus, dass ich kein drittes schaffen würde. Ja. Wie alt ist das erste Kind? Das erste ist jetzt 5 Monate von ihm. Ja. Wie von ihm? Gibt es noch ein anderes Kind? Mein erstes wäre jetzt komplett 4 Jahre geworden. Aber das habe ich verloren. Das hast du verloren, ja. Aber jetzt das Kleine, was da ist, ist die paar Monate alt. Dem geht's gut und der ist jetzt 5 Monate. Wie würdest du denn deine Gefühle zu ihm beschreiben? Würdest du sagen, dass du den noch liebst? Na, auf eine Art, wenn ich ihn jetzt sehe, wenn er in meiner Nähe ist, sind die Gefühle noch so da wie am Anfang. Wenn er jetzt aber aus dem Haus geht, dann kommt der ganze Hass irgendwie hoch. Das ist bei mir so, ich weiß nicht, so wie eine spaltende Persönlichkeit. Ja. Wenn er nicht da ist, hasse ich ihn. Und wenn er aber da ist, ist die Liebe zu stark, um ihn einfach vor die Tür zu setzen. Vielleicht auch die Abhängigkeit? Ja, vielleicht auch das, weil, weiß ich nicht. Was sagt er über seine Gefühle zu dir? Na, er liebt mich noch über alles und er will mich nicht verlieren mit dem Kleinen. Aber genau dieselben Gefühle gibt er ihr auch. Also ich finde es ein, gelinde gesagt, ein reichlich mieses Verhalten, was er dann an den Tag legt. Ein schlimmes Verhalten. So geht man nicht mit seiner Freundin um, die man angeblich liebt. Und ich glaube ihm das auch nicht richtig, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt glaube ich es ihm nicht, Franka, sonst würde er nicht sowas machen. Du sagst, zu einem Kind gehört auch ein Vater, da hast du natürlich recht. Aber es gehört nicht auf Biegen und Brechen eine Familie zu dem Kind. Ja. Wenn das solche Zustände sind wie bei euch, und der hat jetzt da so mit angefangen, der macht das ja richtig volle Kanne seit 2,5 Monaten, ne? Wird er damit auch nicht aufhören, vermute ich mal. Ja, bei ihm wird es jetzt mittlerweile so schlimm, er geht abends, Freitagabend 6 los und kommt Montag früh 1-2 erst nach Hause. Siehst du? Sodass ich fast glaube, dass das Allerbeste ist für euch, wenn du einmal mal wirklich ganz scharfe Worte zu ihm sagst, damit er kapiert, um was es geht. Und wenn er nie in den Wind schlägt, dass das Beste ist für dich und auch für das Kind letztendlich, wenn du gehst, wenn du dich trennst von dem. Wenn das auch schlimm ist für dich und wenn es auch ein Gedanke ist, der dir viel Angst macht. Aber was erwartet dich da? Ein Typ, der dich permanent verletzt, der fremd geht, der dich zur Abtreibung mehr oder weniger treibt, der nicht zu dir steht und so weiter. Es ist ja alles schlimm, was man hört. Ja. Ja, die sagen ja auch alle, ich soll ihn irgendwo laufen lassen oder so. Sagen deine Freunde. Ja, ich soll ihn vor die Tür setzen, ich soll an mich und die Kinder denken. Ja. Und ich war ja gestern Abend auch dran und hab gesagt, ich setze ihn vor die Tür, ich packe ihn die Sachen, ich mache es. Ist das deine Wohnung? Unsere beide, das ist das ganze Problem an der Sache. Ja. Also du warst gestern Abend kurz davor zu sagen, okay, raus. Ja. Und das hat dich aber dann wieder irgendwas zurückgeholt? Ja, er war wieder da und ach Schatz, ich liebe dich. Dann musst du ihm sagen, wenn du mich liebst, dann musst du mir das auch beweisen durch dein Verhalten. Und das richtige Verhalten, wenn du mich liebst, ist, dass du diese ganzen anderen Sachen sein lässt.
und dich zu mir bekennst. Und wenn du dich nicht klar zu mir bekennen kannst, dann da ist die Tür. Tschüss. Vielleicht dauert das dann. Bitte? Ich war gestern noch eine Freundin bei mir, die hat das Ganze mitgekriegt, wie wir uns mal wieder in der Wolle hatten wegen der Sache. Und habe ich auch zu ihm gesagt, ich sage, wenn du es willst und nicht, also nicht mit mir zusammenleben kannst, du weißt, wo die Tür sitzt, du weißt, wo die Tasche steht, mach, dass du gehst. Und er geht einfach nicht, wenn ich ihm das auch sage. Er setzt sich hin und fängt an zu lachen. Gut, dann sind da noch die Probleme, wenn du sagst, dass das eure gemeinsame Wohnung ist, dann könnte er sagen, geh du doch. Ne? Ja. Das heißt, wenn du wirklich entschieden bist, dich von dem zu trennen, musst du irgendeine Lösung finden, wenn er die Wohnung nicht verlässt, dass du irgendwo eine neue Unterkunft findest. Ich weiß, es ist alles schlimm, es ist alles grauenhaft und alles hochkompliziert. Letztendlich aber, so für eine weite Perspektive gesehen, wird es das Beste sein. Vielleicht ist auch deine vielleicht bist du auch noch nicht genug verletzt und gedemütigt, dass du noch nicht von dir aus sagst, ich gehe. Manchmal braucht man noch einen auf den Deckel von irgendjemandem oder von seinem Partner, bis man es dann schnallt, was mit einem geschieht. Ich sage dir von außen, als jemand, der das als neutrale Person hört, was du gerade gesagt hast, klingt alles sehr beschissen. Und ich glaube, dass die beste Lösung wäre, diesen Mann zu verlassen, zu gehen. Sage ich dir, ganz offen, Franka, tut mir leid. Ist okay. Alles Gute. Deswegen habe ich ja angerufen. Ja, ist klar. Ist mir auch schon klar, dass ihr das auch erwartet, dass ich das dann so sage. Alles Gute, Franka. Ja, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüssi. Jana, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Jana. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich rufe an wegen meinem Ex-Freund. Ja. Und zwar sind wir seit fast 2 Jahren getrennt, aber haben seitdem es eigentlich vorbei ist mit uns beiden immer noch eine sexuelle Geschichte. Mhm. Und das war noch nie anders. Wie lange? Also das heißt von Anfang an, seitdem es Schluss ist. Ja. Wie lange wart ihr denn damals, vor Jahren, zusammen? Also das heißt, ich bin ganz jung gewesen, als ich mit ihm zusammengekommen bin, von 15 bis 17. Mhm. Und ja, das ist ja seit 2 Jahren fast vorbei schon, das heißt 2 Jahre war ich mit ihm zusammen. Ja, wie alt ist er? Er ist 24. Mhm. Also das heißt, er ist 5 Jahre älter und ja, also wir haben uns getrennt. Er hat mir, er ist ein Südländer und das heißt, er hat eine ganz arg strenge Erziehung genossen und ja, sein Vater hat immer zu ihm gesagt, ja, Junge, tob dich aus mit ihr, das ist ein nettes Mädchen, hin und her. Aber sie ist deutsch und sie wird nie zu uns passen und was weiß ich. Woher kommt er? Woher kommt die Familie? Aus der Türkei. Mhm. Ja, und so, ja, er musste, was heißt er musste, er ist jetzt ein Mädchen versprochen, mit der er auch ab und zu ausgeht. Das heißt, die haben täglich einen Telefonkontakt, dürfen sie halten. Ja, na, habe ich das richtig verstanden? Dass ihr euch getrennt habt vor 2 Jahren auf Druck seiner Familie, ja. Weil die gesagt haben, hier, Diana ist eine Deutsche, eine Deutsche kommt uns nicht ins Haus. Nicht, die kommt uns nicht ins Haus, aber... Wir wollen nicht, dass unser Sohn mit einem Deutschen zusammen ist. Nein, das war ja so, dass er schon lange dem Mädchen versprochen hat. Ach so, genau. Weil, Und dann hat er sich getrennt von dir, offiziell. Mhm. Ihr habt aber weiter eine heimliche Beziehung. Genau. Ist das denn, weil du gerade sagtest, ist das nur eine sexuelle Beziehung? Oder ja, natürlich, weil, also was heißt, er ist schon auch mal hier bei mir und wir schauen bloß Fernsehen oder wir sprechen einfach bloß miteinander, wir dürfen ja nirgends hingehen. Mhm. Aber würdest du denn sagen, dass du ihn noch sehr lieb hast? Ja. Und hast du den Eindruck, dass er dich auch noch sehr lieb hat? Also ist das ja doch dann mehr als nur eine sexuelle Beziehung? Ja, also es ist irgendwie beides. Ich weiß, also ich glaube ihm schon, wenn er sagt, dass er mich liebt, weil er tut so viel für mich, er riskiert auch wirklich viel. Das heißt, wir waren zusammen im Urlaub und er hat zu seinem Vater gesagt, er geht mit seinem Kumpel nach Mallorca. Achso, ihr wart im Urlaub, während ihr jetzt getrennt wart schon? Ja, genau. Mhm. Das muss ja dann für dich eine tolle Zeit gewesen sein. Ja, er hat nach langem halt mal wieder wirklich nur mir gehört und ich konnte mit ihm mich zeigen und ja.
Aber jetzt liegen deine Nerven blank und du bist wahrscheinlich ganz mürbe schon von ja, der Situation. Mhm. Und meine Freunde, die sagen, ich kann halt nicht mehr mit meinen Freunden darüber reden. Das heißt, es wissen halt nur zwei Freundinnen von mir. Und die können es schon nicht mehr hören wahrscheinlich. Ne? Das heißt, die können es nicht mehr hören. Die sagen zu mir, du bist so blöd und hin und her. Und guck dich an, du bist ein hübsches Mädchen. Und was willst du denn von dem? Und das wird doch nichts. Und du wirst nie glücklich werden. Und irgendwie denke ich, die haben ja schon recht. Aber ich kann einfach nicht. Die Gefühle sind so stark. Ist er ja ein schon ein richtiger, nicht nur sehr junger Mann, sondern er ist ein richtiger Mann von 25, von Mitte 20. Mhm. Wie sieht er denn so die Perspektive für euch? Wie soll denn das weitergehen? So, will er sich zwangsverheiraten lassen und immer wieder jahrelang noch zu dir kommen? Oder was ist, wie denkt er sich das? Also ich habe schon zu ihm gesagt, wenn das so weitergeht, das heißt, wenn er sie wirklich heiraten wird, dann ist mir das egal. Und wenn ich wegziehen muss, ich mache das nicht mit, weil allererstens merke ich das jetzt schon, das geht schon seit 2 Jahren, dieses Hin und Her, und das, ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Ich habe seitdem 10 Kilo abgenommen. Das heißt, ich bin spindeldünn. Ja. Und ich kann es nicht mehr. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich mich in dich hineinversetze, dass das natürlich auch eine unglaubliche Demütigung ist. Ja. Und auch eine unglaubliche permanente Verletzung. Mhm. Ne, da ist der Mann, der vorgibt, mich zu lieben, aber letztendlich bekennt er sich nicht zu dir. Ja, das muss ich auch noch sagen. Er hat oft schon gesagt, wir hauen zusammen ab, aber es bin irgendwie ich, wo ihn davon abhält, weil ich ganz genau weiß, wie er zu seiner Familie steht. Das heißt, er liebt seine Familie. Er ist der Jüngste von allen, von den 4 Geschwistern. Und wie der halt über seine Familie spricht, ist so abgöttisch. Und sein Vater, er weiß, dass sein Vater so und so ist. Und ich möchte es einfach nicht. Ich möchte, dass seine Eltern es entweder akzeptieren oder nicht, weil ich das schon einsehe, dass das keine Zukunft hat. Wenn seine Eltern sich das querstellen. Ja, du wirst wahrscheinlich die Eltern und die Familie nicht umkrempeln. Das ja, wird wahrscheinlich nicht. Nein, das ist das Problem. Nimmst du das denn ernst? Nimmst du ihm das wirklich ab, wenn er sagt, komm Jana, wir hauen ab und fangen irgendwo ein neues Leben an? Ist das ein Spruch? Oder würdest du sagen, ich glaube dem das wirklich, der liebt mich so sehr, der würde sogar seine Familie dafür opfern? Ja, ich glaube ihm das, weil es ist bei ihm nicht nur bla bla. Ich meine, er beweist es mir so oft, dass da wirklich mehr dahinter ist, dass es nicht nur die schnelle Nummer ist oder dass es... Dass wärst du denn bereit, so dein Leben, deine Umgebung, in der du existierst, das aufzugeben und irgendwas Neues anzufangen? Wärst du dazu bereit? Gott, inwiefern? Also wenn, dann würde sich das hier halten, dann würde das so, ich weiß nicht, wir müssten wirklich weit weggehen, weil damit wir seine Familie nicht sehen und er würde ja dann ausgestoßen werden von der Familie und lauter solche Sachen. Und meine Familie ist halt auch noch da und ich bin halt auch noch wer und meine Familie akzeptiert es ja, dass ich mit ihm zusammen bin. Also dann, ich möchte nicht unbedingt von hier weg, deswegen, deshalb sage ich auch, das hat für mich irgendwie alles so. Ja, es ist alles völlig vertrackt. Ja. Aber ich will dir sagen, wenn er, deswegen habe ich da gerade so nachgehakt, wenn er wirklich von sich aus sagt, ich bin bereit, meine Familie zu opfern, und ich weiß, was das bedeutet, wenn jemand in einer südländischen, einer türkischen Familie eingebunden ist und auch den Traditionen unterworfen ist, und dann sagt, nein, ich widersetze mich dem Ganzen für die Liebe, in diesem Fall jetzt für Jana, finde ich schon mal sehr toll. Habe ich hohen Respekt vor, hohe Achtung, wenn der Junge das macht und wenn er das so sagt und ehrlich meint. Ich bin beinahe geneigt zu sagen, Jana, wenn das wirklich aus vollem Herzen bei ihm kommt, dann macht es, dann versucht es. Dann geh auch du dieses Experiment an, wenn du diesen Mann, diesen jungen Mann so lieb hast. Und geh irgendwo hin und versucht ein neues Leben. Es ist ein Versuch. Die Alternative ist doch, dass du sturzunglücklich bist. Das bist du ja jetzt schon. Dass er sehr unglücklich werden wird, wenn er irgendeine Frau heiratet, die ihn überhaupt nicht interessiert. Das ist doch alles tragisch und so traurig. Und wenn man da einen Weg vielleicht findet, du musst dann auch ein Opfer bringen, du musst auch deine Familie verlassen, aber du kannst ja noch mit ihr in Kontakt sein. Ja schon, aber ich habe so Angst davor, dass er mir das vielleicht irgendwie mal
dass er so nachtragend irgendwie mal sein könnte. Ja, dass er, deswegen, falls es mit uns nicht klappt, er sagt, wegen dir habe ich das und dies aufgegeben. Das müsst ihr vorher klären. Deswegen fragte ich gerade auch ein paar Mal, meint ihr das wirklich von ganzem Herzen? Oder sagt ihr das nur so dahin? Diese Bedenken musst du ihm auch sagen. Du musst ihm sagen, pass auf, auch wenn es mit uns scheitert in ein paar Jahren, dann mach mir bitte keine Vorwürfe. Das ist jetzt deine Entscheidung für unseren Weg. Ich bin hinterher nicht die Schuldige. Wir beide haben das zu verantworten, was wir tun. Wenn das ganz ehrlich ist und ganz tief in euch beiden drin ist, finde ich, dass man dieses Abenteuer, es ist ein Wagnis, ist mir klar, für beide ein Wagnis, dass man das eingehen sollte und versuchen sollte. Ich habe schon Geschichten gehört, Jana, dieser Art, wo das geklappt hat und wo das Paar dann nach ein paar Jahren gesagt hat, Gott sei Dank, dass wir es getan haben. Wir haben unser Glück gefunden, so. Aber es, jeder Fall ist anders. Es kann natürlich jedes, bei jedem anders verlaufen, das ist völlig klar. Auf jeden Fall weiß ich schon gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Also jetzt habe ich dir so meine Einschätzung gesagt. Ich würde gerne, dass mein Psychologe dir auch noch was sagt. Und seine Einschätzung, vielleicht seine Sichtweise dir vielleicht auch noch sagt, wiedergibt. Dann kannst du so ein bisschen auswählen und ein bisschen drüber nachdenken, was ich gesagt habe, was er gesagt hat. Und irgendwann musst du ja eh für dich die Entscheidung treffen, ganz alleine, und er für sich auch alleine. Aber wenn er sie, wenn ihr das macht, sage du ihm alle Bedenken vorher, Jana, die du hast. Alle. Das ist ganz wichtig. Mein Psychologe heißt Johannes. Ja. Du legst auf und Johannes ruft dich an. Okay. Alles Gute von Herzen. Vielen Dank. Tschüss, Jana. Ich melde mich nochmal. Bitte, ja, ich wäre sehr gespannt. Okay. Tschüss. Vielen Dank, ciao. Petra, 49 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Petra. Jetzt haben wir nicht mehr so ganz viel Zeit. Wir packen das mal zusammen, hoffe ich, relativ schnell. Ja, also du hast ja vorhin da einen gehabt, der da Telefonsex und diese hohe Rechnung. Ja, so, ne? Ja. Das finde ich ja schon echt gediegen. Ich meine, er kriegt ja letztendlich gar nichts dafür. Ja, letztendlich nicht. Letztendlich ist es beschiss alles. Ja, ich habe das ja mal ein Dreivierteljahr gemacht. Und letztendlich, er kriegt wirklich nichts dafür. Es ist eigentlich nicht zu verstehen, was der da tut. Das heißt, du warst an der anderen Strippe, auf der anderen Seite. Ja, ich musste mehr oder weniger. Ich kriegte keinen anderen Job. Da habe ich gedacht, besser wie gar nichts. Wieso meinst du jetzt von deiner Sichtweise aus, von deiner Warte aus gesehen, der kriegt dafür gar nichts? Ja, es ist doch alles Schaul. Er wird doch, selbst ich habe es ja sogar mit Kamera gemacht. Ja? Da hat man so seine Tricks drauf, der denkt da wunderbar, ich sag's mal ganz offen, der denkt da, ich schieb mir da ein Dildo rein, ja. Dabei wird der halt so gut kaschiert, dass da gar nichts passiert. Ja. Die rufen dann zwar schnell an, sind dann auch schon richtig aktiv, und die wollen auch nicht lange reden oder sonst irgendwelche Storys, meine Frau versteht mich nicht und weiß was nicht. Das geht dann zack, zack, ja, was möchtest du denn gerne? Ja, ich möchte jetzt deine sehen und so, ne? Und dann geht das eben, ja, dann versucht man das eben hinzukriegen. Der ist dann nach ein paar Minuten fertig, legt einfach auf, sagt noch nicht mal Tschüss oder so irgendwas. Ja, und für dich kommt der nächste ran dann? Ja, du sagst dann einmal kräftig das Wort mit A und Loch hinten dran. Und dann, machst dich wieder einigermaßen stattfein sozusagen. Ja, ja. Und wartest auf den nächsten, ne? Also, nie eine wirklich sexuelle Erregung deinerseits. Ja, um Gottes Willen. Überhaupt nicht. Du sitzt da im Zweifelsfall 5 Stunden, ja, nackig und barfuß sozusagen, und wartest eben da, dass du dann so eine Stunde gut zusammen telefonieren kannst. Du wirst ja nur bezahlt für die Minuten, die du korrekt sprichst. Du redest davon, dass du dann so eine Webcam vor dir hattest, wahrscheinlich, ne? Ja, richtig. Übers Internet, ich habe es auch mal auf einer Line gemacht, da ist es noch grausamer. Ja. Ja, du sitzt also wegen mir 5 Stunden, wartest, dass du dann eben wenigstens eine Stunde zusammenkriegst, wenn du Glück hast. So, und dann, wenn du da dich jedes Mal, wenn du Pech hast, kommt nämlich alle 5 Minuten einer und dann wieder stundenlang gar nichts. Ja. Wenn du da jedes Mal so einen Orgasmus kriegen solltest, wie die sich das wünschen, Da wärst du ja bloß noch am Dauerjodeln. Du hast wahrscheinlich an den Einkaufszettel für Aldi gedacht oder so. Ich habe nur noch an mein Bankkonto gedacht. Also, hast du eigentlich diese Männer während der Zeit, die du das gemacht hast, verachtet? Die da Nee, eigentlich nicht. Für mich sind das eigentlich mehr doch so ein bisschen arme Würstchen irgendwo. Arme Würstchen und Deppen?
Naja, Deppen würde ich nicht sagen. Irgendwo haben sie ja wohl Notstand und müssen den irgendwo loswerden. Ja. Also, vielleicht hat jetzt das, was du gesagt hast, den Leuten, die das tun, das Ganze ein bisschen entzaubert. Ja, also mit Erotik und Leidenschaft und so, bei den Frauen ist da... Ach, da ist doch überhaupt nichts. Ja. Also ich weiß es, ich kenne es aus dem... Ich habe da auch nur in einem Chat mitgearbeitet, ja. Ja, und ich kenne meine Kolleginnen, die da mit in dem Chat sind, per Foto und so. Mhm. Die sind olle fett und geben sich im Chat aus für 19, langbeinig und blond und weiß was ich. Liebe ja? Petra, jetzt müssen wir Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja, okay. Ich danke für deine Auskünfte und wünsche alles Gute noch. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Anne Buchholz und morgen heißt unser Thema Autos. Ich möchte mich mit euch unterhalten über alles, was irgendwie mit Autos zu tun hat, was mit Autos zusammenhängt. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr unsere bekannte Telefonnummer anrufen. Gute Nacht, tschüss.